Bei dem Thema Ähnlichkeiten könnte ich Folgendes machen. Ähnlichkeiten in der Natur gesehen, mache ich hier mal so ein olles Gesicht. Naja, das hier so, fertig, peng, das bis dahin. Wenn ich mir dieses Gesicht so angucke und sage, das fange ich mal ein, kopiere das hier nochmal hin und vergrößere das, dann sieht das eine dem anderen ähnlich. Warum? Ganz einfach, weil sämtliche Proportionen, Proportionen heißt, die Portionen, das heißt die einzelnen Größen, hängen pro miteinander zusammen. Das kann ich auch mal mit einer einfacheren Figur machen. Beispiel, ich nehme mal ein Dreieck, ich male mal irgendein Dreieck. Also es soll überhaupt nicht rechtwinklig sein. Ich fange das wieder ein, schnapp mir das Dreieck, füge es hier wieder ein und vergrößere das, dann sind die beiden einander ähnlich. Das kann ich auch mit Figuren machen, wenn ich das in 3D mir so vorstelle, dass ich sage, ich hätte hier so einen kleinen dicken Kirchturm, der sieht meinetwegen so aus. So, so. Ich fange den ein und so weiter. Also ich kann das Gleiche dann wieder machen. Warum sind die einander ähnlich? Das ist der letzten Endes der Trick. Und bei den Dreiecken müsstet ihr es eigentlich noch wissen. Wann sind Dreiecke einander ähnlich? Wenn sie gleiche Innenwinkel haben, dann sind sie einander ähnlich. Ja, mal nicht übertreiben. Oh, Mist. Machen wir es so. Okay. Und Figuren sind einander ähnlich, wenn sie gleiche Proportionen haben. Ein Sonderfall von ähnlichen Dreiecken oder ähnlichen Figuren wäre der hier. Und jetzt sieht man es deutlich. Die haben nicht nur gleiche Proportionen, sondern sämtliche Längen sind total gleich. Ähnlichkeiten, nicht zu vergessen. Jetzt wird's ganz leicht. Also man sagt auch bei Dreiecken, wenn die übereinander liegen, sagt man gerne, oder überhaupt bei Flächen, sagt man, die sind kongruent, also deckungsgleich. Jetzt kommt was ganz Einfaches. Jetzt, wir hatten vorhin, ich sage das mal als Kommentar, hatten wir gesagt, wir gucken uns mal einen Projektor an. Der Projektor, der hat hier seinen Ausgangspunkt, seinen Lichtpunkt, und der strahlt hier durch die Gegend. Und jetzt könnte ich Folgendes machen. Statt dass ich den Projektor hin und her geschoben habe, weil ich die Wand schlecht hin und her schieben kann, male ich jetzt mal die Wand, wo das Bild entsteht, erst hier hin. Und jetzt verschiebe ich meinen Gedanken die Wand und verschiebe es hier hin. Wenn ich jetzt sage, das ist der originale Abstand gewesen, lass das mal einen Meter sein. Und ich habe einen neuen Abstand, dazu einen Meter, macht aber, Achtung, 2 Meter, dann muss dieses eine Bild hier, mache ich es mal Aubergine, dann muss dieses Bild, wenn das hier von hier bis hier 2 Meter sind, automatisch doppelt so groß sein. Also muss dieses Bild 2-mal so groß sein. Ich schreibe es extra mal als Text hin. Wenn das 2 Meter sind, das hier sind 1 Meter, dann muss ich das Bild mindestens 2-mal vergrößert haben, egal wie groß es war. Wenn das Bild zufälligerweise auch 1 Meter groß ist, dann muss hier hinten 2 Meter großes Bild entstehen. Und das wird das Thema in der nächsten Zeit sein. Das heißt, wir werden sehr viel draußen betrachten. Wir werden, wenn das irgendwie die Möglichkeit erlaubt, ne, wir werden auch mit Linsen und Spiegeln und ähnlichen Kram arbeiten. Das heißt, wir werden Optik auch damit verbinden und natürlich dann im Gelände Messungen vornehmen und alle solche Sachen. Also es wird schön. Jetzt in der schönen Jahreszeit kann man auch schöne Dinge tun. So, die los müssen, schnell, ne? Beeilt euch. Ich mache mal kurz Pause. Ich hatte das Glück, einen ausgezeichneten Mathelehrer zu haben, und der hat gesagt, passt mal auf, dieses ganze Prinzip, das ist ja nett. Das geht doch letzten Endes darum, und das kann man sich auch vorstellen, wenn ich hier sage, ich habe hier einmal die Wand gehabt und nochmal die Wand, wenn ich die wirklich verschieben könnte, damit sie nicht umfällt, kann ich davon ausgehen, dass die andere Wand parallel da steht, ne? Und wir sagen zu dem ganzen Kram Strahlensatz. Also das funktioniert auch mit solchen Dingern. Aber wichtig ist, dass diese beiden Linien, nennen wir sie mal G und H, dass G parallel zu H ist. Das ist wichtig. Sonst funktioniert dieser sogenannte Strahlensatz nicht. Strahlensatz, warum? Weil ich mir vorstellen kann, das geht hier von dem einen Punkt aus. Und das sind Lichtstrahlen. So kann man sich's vorstellen.
Jetzt gibt es die schlechte Variante und das hat unser Berliner Lehrer damals, war, das hat er uns nicht so erklärt. Der hat gesagt, merkt euch nicht so einen Scheiß hier, von wegen Strecke SA verhält sich zu Strecke SB und so und dann noch einen Strich drüber, man schreibt sich dumm und dämlich. Hat er gesagt, Leute, macht das einfacher, wa? Ich nehme mal bunte Kreide, hatten wir früher sogar schon. Hat er gesagt, passt mal auf, das hier verhält sich zu dem da, weil das nämlich aneinander liegt. Ja, die berühren sich. Ditte verhält sich zu ditte und ich nehme mal eine andere Farbe und das Ganze zu ditte, weil das nämlich auch wieder aneinander liegt. Und da gibt es noch viele, viele, viele andere Sachen. Also wir werden nicht mit Strecke SA zu Strecke SB verhält sich zu Strecke SC wie Strecke zu SD und ah, nee. Wenn ich hier mal ganz kurz ranschreibe hier, hier an ditte, an Strecke SA schreibe ich meinetwegen A ran, hier schreibe ich B und an das Ganze hier, da schreibe ich meinetwegen C und an das schreibe ich D. Da muss ich wie folgt aufpassen. Dann sage ich, A verhält sich zu B. Das ist eine Verhältnisgleichung, kennen wir aus der siebten. Und jetzt muss ich aufpassen. Ich habe angefangen mit dem Strahl, also muss ich jetzt den Strahl nehmen. Wie C. Und jetzt kommt unten drunter wieder das Bild sozusagen zu D. Und das ist eine Verhältnisgleichung, die kann jeder auflösen. Denn wenn dann drin steht, meinetwegen, 3 cm zu 4 cm ist gleich C, weiß ich noch nicht, zu 5 cm oder weiß der Kuckuck was, dann sage ich, okay, mal 5 cm und dann habe ich C raus. Das geht also ganz billig. So leicht geht das. Genauso könnte ich jetzt noch sagen, ich könnte hier andere Strecken nehmen. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, ich habe das schon mal in der siebten dargestellt. Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich hier meinen Strahlpunkt. Lass es doch eine Lichtquelle sein. Und wenn ich jetzt hier wieder parallele Linien habe, hier und hier, kann ich wieder so einen Kram sagen. Bleiben wir bei unserem alten Mathelehrer. Ditte verhält sich zu Ditte. Und jetzt in grün. Wie? Achtung, auf dem gleichen Strahl bleiben, wie Ditte zu Ditte. Na und so weiter und so fort. Das ist in nächster Zeit unser Thema. Es ist schlimm. Gut, also das kommt in der nächsten Zeit auf uns zu und wir betrachten das alles draußen noch. Wir brauchen PQ-Formel, klar. Weil Strecken verhalten sich linear zueinander, da kann nichts passieren. Wenn ich das hier ausmietze, heißt das, ich kann hier kürzen, das ist gar kein Problem. Und dann habe ich 3 Viertel mal 5 cm und das kann jeder Blödmann mit dem Taschenrechner ausrechnen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn ich eine Fläche, oder heute hatten wir in der Leistungskontrolle einen Würfel, wenn ich eine Fläche vergrößere und ich hätte hier 1 Quadratzentimeter, weil es 1 Zentimeter mal 1 Zentimeter ist, und ich verlängere die Seiten aufs Doppelte, ich habe hier 2 Zentimeter und hier auch 2 Zentimeter, dann habe ich dieses Quadrat plötzlich zu 4 Quadratzentimeter gemacht. Also mit quadratischen Formeln muss man dann trotzdem umgehen können. Aber da wir es ja mittlerweile ganz gut können, lassen wir das an der Stelle. Ich wünsche eine schöne Pause. Macht's gut, tschüss.